Hallo und herzlich willkommen hier zu Wettbewerb hier im Arsch, die Leute von 5. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, ich mache hier weiter mit Feld Nummer 23 in meiner Kalkbahn. Hauptsache, die sackt tief ein. Das Pflegebereifung. Schauen wir mal, ne? Ansonsten müssten wir die ganze Kotter irgendwann umrüsten auf halt andere Fahrzeuge mit ja, doppelte Pflegebereifung. So, und das wird mal jetzt mal so gehen. Ist ja noch halbwegs trocken. So. Wieso ist es abgehängt? Den checken wir mal. Ist das auch kalt? Jups. Müsste aber noch vorher gemessen werden, kräftig. Aber ich denke mal, hier ist kalt genug drauf von der Farbe her. Muss das passen. Den checken wir mal, den fahren wir zum Hof. Und dann werden wir mal Feld Nummer 15 ist fertig, da werden wir, oder 14, ja 15, wird mal kalt hinfahren. Ne? Ich hatte bei der letzten Folge, die ich angefangen hatte für die heutige, einen Absturz in den ersten 2 Minuten, da wir gleich gesagt, okay, dann machst du gleich mal neu. Irgendwie Kalkzulieferer wollte den entsprechend, dass ich die Worte aussuche, bin oder Kalk. Und dann ging absolut nichts, musste im Prinzip abbrechen und die Folge noch starten. Auch die Aufnahme. Hier macht sich bemerkbar die entsprechende Bereifung. Den könnte ich auch normale Bereifung geben jetzt auch, weil bei Kalk ist das nicht ganz so dramatisch. Ja gut, der andere wird noch nicht. Ist auch nicht ganz so wichtig. Wir haben erst Tag 1 für Aufsaat, wo die möglich ist. Wir haben insgesamt 4 Tage Zeit. Sollte uns da nicht so sehr betonen. Also FPS halt passt, schwankt ein bisschen stark, aber normal. Ich wollte mich überhaupt über die 30 kommen. Ja, die Gebäude und so, das nutzt ganz schön Ressourcen und das ist. Ja, ist halt so, ne? So, eine fährt gleich, so fällt gleich mal die Kalk. Die werden wir gleich mal Richtung umrüsten lassen. Auf normale Bereifung, möglichst breit. Naja, bei der ersten Stufe nichts passiert. So. Mal reparieren. Konfigurieren. Standard. Breite Reifen. Das werden wir so machen, ne? Bessere Nutzung. 205 PS haben wir mehr? Ne. Mehr haben wir nicht. Frontladebau brauchen wir nicht. Okay. Gucken, ob wir den Rest auch noch machen können. Ja, können wir reparieren. Den können wir auch normale Aufbau groß, ja genau, habt ihr nicht gehabt. In dem Fall brauchen wir keine Pflegebereifung für Kalk. Das bleibt. So. Das war ja eigentlich so, ne? Gewicht haben wir jetzt keins. Auf zu Feld Nummer 15. Er ist eingestellt auf Kalkholen, da werde ich mal auf Feld 14 einstellen. Ne, 15. Das ist schon mal richtig. Und dann werden wir gleich mal auf da einen Kurs berechnen. Dann rechnen wir den Kurs. Wir wollen mal schauen, ob wir das erstmal verkehrt gemacht haben, damit das hier nicht funktioniert. Also, Anführungszeichen, ne? Da ist wieder Abschluss gehabt. Jetzt haben wir 04. Ja, bis der leer ist, das dauert ein bisschen. Was da passiert? Ach, hier ist die Gärreste, okay. So. Jetzt kurz mal Dünnemodus. Kursgenerierung, Feld 15,
zwei Vorgewände, machen wir ruhig. Ruhig weich, dann tun wir sie leichter. Gehen wir auf 20 Meter. Oder 20,2 ist auch nicht tragisch. Und hier Autoreif benutzen. Lager gut hinzufügen. Ob das so gut ist. Dünge, Kalk, 100%. Der ist ein Nebenpunkt. Das speichern tun wir nicht ab, das ist mir jetzt so unsicher. Und klappt. Das ist dann so, hier mal gucken. Hier, ja, so schön. Aktiviert. 20%. Passt auch. Okay, weil der andere nicht auf Versatz war. Ich denke, ein bisschen kalt wird hier noch aufkommen müssen. Ja, das freut auf jeden Fall. Ja, wir gucken hier auf 1. Der knallt ungefähr noch 3 Tonnen, 1,5, 1,7, 5 Tonnen rauf. Das ist vollkommen okay. Wir wollen ja maximale Träger haben, ne? Ja, mal gleich mal wieder hier einsteigen. Hier hatte ich ja begonnen. Ich muss hier umändern auf weich, weil Kursgenerierung, der hat ja automatisch gespeichert. Und weich beim Bleiben wieder auf, ne, bitte. Hier machen wir euch 3 in dem Deich. Wir müssen das Feld noch anklicken. Hier tun sie mit Wänden leichter, wenn mehr Platz ist, ne? Logisch, ne? Bergauf, da tun sie schwer. Ersten Wegpunkt. Da holen wir nichts nach. Also ich glaube, kann glaube ich nicht unterscheiden zwischen Saatgut und Dünger, weiß ich nicht. Den schicken wir zurück zum Hof. Ach, den fahren wir selber. Da sehe ich was rot. Das ist unsere Wiese. Unsere Wiese ist stickstoffbedürftig. Das ist jetzt ein großer. Oh. Oh. Das ist ein Case 2. Das mal gucken, ob ich da hier bei der BGH eine Reparaturstation aufstellen kann. Und dann kann ich ihn kurz umrüsten. Denn so, mal gucken. Am besten gleich hier vorne rechts an der Straße hier. Das ist ja fast ideal. So. Gebäude, diverses. Da gibt es ja hier zum Beispiel wenn ich darauf treffe jetzt, mal dazu sagen, das ist immer so eine Sache, ne? Da hier, da. Wie? Gebäude, neue Fahrzeug, neue Fahrzeug. Ja, gar nicht gekauft. Das sind alles Silagebahnen, die brauche ich nicht dafür. So. Und da gekauft, ne, die Fahrzeuge. Vielleicht ist es andersrum besser gewesen, aber wie gesagt, zum, der Stromkasten ist besser, wenn er. Wenn er nicht an der Straßenseite ist, ne? Falls es dann doch ein großes Land geht. Dann ist ganz gut, wenn er. So. Andere Seite, ist logisch. Ich habe beide Fahrzeuge drin, falls ich beide umrüsten möchte. Ich glaube, ich muss beide umrüsten. Konfigurieren. Pflegebereifung. Zwillingsbereifung. Pflege. PS. Trelleborg. Normal. Links. Äh, 150 PS, das ist besser. Gut. Zwillingsbereifung. Breitreifen. Zwillingsbereifung. Pflegebereifung.
Geht nur das, was ich jetzt doch nur noch. Ja, gut. Ist keine Zwillingsbereifung, ist keine Pflegebereifung. Aber für die Wiese, wo noch nicht gewachsen ist, da geht das. Das hintere Fahrzeug, ja, ganz praktisch, ne? Voilà. Sackt nämlich ein. Stromkasten. Normal. Den machen wir auch normale Reifen rauf. Ja, tappen wir da hinten. Erstmal reparieren. Konfigurieren. Da muss ich einstellen, sonst haben wir wieder normal. Standard. Konfigurieren. Ist besser fürs Fahren auf diese Fläche. So, Gewicht dran, Fahrzeug dran. Laut Anzeige war an unserem Feld Nummer 23 Dünger notwendig. Es könnte sogar sein, dass Feld Nummer 6 auch Dünger rauchen, weil 23 war einer fährt. Und die würden sich ja beide irgendwann am Weg kennen. Guck mal gleich rauf, dann müsste alle tief rot erscheinen. Ne, tief grün. Dann ist hier schon fertig. Tief grün, das passt. Ich muss stärkere Traktoren haben, das ist auch nichts, das ist jetzt so gemacht. Aber für heute muss gehen. Muss gerade kein Absturz. Auf Feld 1 wollte ich die Gärreste auch bringen, das wird, müssen wir erstmal fertig werden. Hier. Die Gärreste ist fast durch. Und da ist auf jeden Fall rot. Kursgenerierung, Feld Nummer 23, Vorgewende 2. 30 Meter reicht, das passt. Er macht automatisch 1, das passt, weil der Fall 2 nicht ausreichend. Und einstellen. Ich hoffe, dass wir am Regentag kriegen, dass wir das alte Heu loswerden. Ne? So, jetzt knallt er entsprechend Dünger auf, das passt. Das ist grün. So muss es sein. So. Ich schalte jetzt mal durch, es kann sein, dass ich irgendwann nicht weiterkomme. So, der war ja fertig. Der hatte Probleme gemacht. Den werden wir jetzt manuell auffüllen. Aber wir werden das nächste Mal. Ich höre auch nicht gespeichert, da kommt man zu. Das mache ich jetzt manuell. Normalerweise habe ich da vergessen gehabt, den Outreis zu aktivieren. Also, schnell zum Hof. Ein Klappenbums hakt er sich irgendwo fest. Aber jedes Feld will ich jetzt mal überprüfen, ob da noch kalt ist oder nicht. Okay, also Feld 1 ist gerade auch bei und sieht aus. Dann Feld Nummer 15 und 2. Das sind die Felder. Und später Feld Nummer 21. Da will ich jetzt mal die neuen Felder auf den neuesten Stand bringen. Der maximalen möglichen Kalkstufe und Dünnestufe. Kann aber sein, dass ich nochmal Dünger nachgeben werde im Frühling, wenn es von der Anzeige her notwendig ist, wenn der Stickstoffgehalt runterfallen würde. Dann kann man kurz noch dünnen. Eine Möglichkeit, wenn es nicht Stufe 1 ist. Ansonsten mit Flüssigdünger würde ich versuchen, dann einen großen Streuer, also Spitze und dann wird drüber. Ja, der hatte Probleme gehabt. Und der geht nicht auf. Ah. Ja, das ist ja so ein typischer Fall. Ein Traktor, der nicht funktioniert dafür. So, da geht die Endtaste nicht. Ja. Gut. Dann werde ich mal einen Kauf realisieren. Das ist ja so. Dann muss er eh auf
Macht draußen einer Feuer. Riecht so verbrannt. Ich habe so eine Raumbelüftung, da das zieht's rein. Oder die rauchen draußen, das kann auch sein. So. Also, Traktor kaufen. Erstmal brauche ich Geld. Krieg Kredit. Also ich muss dringend nächstes Mal was verkaufen. Wenn der Raps drin ist. Ich brauche ja, so ja, genau, das müsste reichen. Dann. Und zwar mittelgroß. Und zwar die Marke. Oder nicht. Großtraktoren. So K2, der hat 288 PS. Oder den K2 mit 409 PS. Ich glaube, für Kalk und so wollen wir nicht so viel haben. Sondern K2. Warum K2? Erstmal mit Motorleistung auf Maximum machen, 313 PS. Der kann nämlich Pflegebereifung, Zwillingspflegebereifung. Was ist ein großer Vorteil gegenüber den anderen Fahrzeugen, die haben weniger Schwierigkeiten. Den kaufen wir uns und dann nehmen wir gleich ein Gewicht mit zu. Ja, ein Gewicht. Bei dem Hof habe ich gerade die Pech, aber 1000 Kilo müssen reichen. Dann nehmen wir auch die Farbe Fendt K2. Ja, das ungefähr gleich ist, ne? So. Zurück. Und dann geht man gleich mit dem Händler laufen. Machen wir auf Sprint. Und der holt sich Kalk. Das kann der Grund gewesen sein, weil Deckel nicht aufging. Und jetzt mal gucken, ob es Zeit. Falls nicht tief geht, ne, schon mal tschüss, schau. Aber falls gut geht. Die Erde ist fertig, das ist okay. So. Gut, das geht kalt zu klappen. Aber das steht eh im Wege, ne? Also von daher kann er sich nicht auffüllen. Wenn ein Block hinkommt, ist die Meldung. Gewichtsrahne. Und jetzt zum Hof. So, der neue Errungenschaft, Traktor K2. Doppelpflegebereifung. Es gibt auch noch eine PS-Klasse höher. Also nochmal größer. Also für alle Dönerstreuen, da ist der Denkmal ausreichend. Ne? Hier lag aber quasi bei. Ich sag mal so, Leistung von 53 km/h von Straße, das ist vollkommen okay. Er soll ja auch Feld die Kraft anwenden können. Ne? Und das sind halt die Fahrzeuge, die besser werden. Gut, man könnte noch einen Fett nehmen, aber der Fett hat diese Doppelpflegebereifung nicht. Er ist ein Stärkungsdeckel auf. Und bei diesem Massive Ferguson, allerdings geht es hier nicht mehr. Mit dem DLC geht das nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht kommt ein neues Update. Und jetzt muss der Deckel aufgehen. Der Deckel auf. So, machen voll. Gute Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's dann hier weiter. Am Montag, neue Woche, neues Glück. Ja, schauen wir dann mal. Ne? Ich hab dann wieder spät. Und das kriegt dann alles hin. Tschüss, ciao, ciao. Einen schönen Restsonntag. Und vielleicht sehen wir uns dann morgen oder heute Nacht. Das war heute schon zur dritten Folge wieder. Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und auch dickes Dankeschön für fleißiges Reinschalten. Tschüss.